Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Endlich kann man es mal wieder machen. Eine schöne Runde Tabak-Erraten-Challenge. Heute mit dem einzig wahren Swiss Shisha, aka Sandro. Moin. Moin Meister. Moin, oder Meister. Wie ich gelernt habe, Hoi. 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 Bei uns ist Hoi was anderes, aber mal gucken. Vielleicht haben wir bei der Sprache ein paar Differenzen, bei Tabak hoffentlich nicht. Wir haben wieder die alten Spielregeln. Also ich werde dem Sandro einen Kopf bauen und der Sandro wird mir einen Kopf bauen. Wir werden beide 5 Sorten an Tabak reinpacken und dann 10 Züge. 10 Züge. 10 Züge zum Probieren. 10 Züge, ja. Und wer mehr errät, der hat gewonnen. Und der verliert, der muss natürlich wieder irgendwie bestraft werden. Okay, bevor wir die Köpfe jetzt anmachen, geht es noch darum, was ist die Bestrafung für denjenigen, der verliert. Wir haben eben überlegt, wir haben uns gedacht, was kann man machen an Pharma geleckt und sowas. Das haben wir jetzt alles schon. Das ist eigentlich nicht mehr so spannend. Und dann haben wir uns gedacht, so 2 Hiebe mit dem Schlauch über den Oberschenkel, das könnte vielleicht noch ganz gut ziehen. Ziehen. Ja. Na gut, dann machen wir das. Dann nehme ich vielleicht deine Erinnerung hier von Deutschland mit nach Hause. Fragt die Freundin Sandro, was hast du mit deinen Oberschenkeln gemacht? War alles okay. Es war Marvin. Okay. So, ich habe mir was sehr, sehr Fieses für Swizzy überlegt. Und zwar werde ich hier als erstes mal einen guten alten Green Lean nehmen. So, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir da nicht zu viel von jeder Sorte nehmen, weil hier müssen ja 5 verschiedene rein. Also ich glaube, von der Breite des Kopfbaus her war es das schon für die erste Sorte. Na, schön aufräumen hier, kein Tabak liegen lassen. So, und warum ist Green Lean fies? Ganz einfach, weil auch noch ein Schuss Leime mit reinkommt. Und auch wenn die etwas anders schmecken, ist es, glaube ich, trotzdem schon sehr, sehr fies von mir, diese Kombi hier zu machen. Aber naja, einfach wäre ja auch langweilig, oder? So, von der Tabakmenge sieht das eigentlich ganz gut aus soweit. Als nächstes packen wir noch ein bisschen von diesem Tabak mit rein. Bei dem weiß ich tatsächlich gar nicht, ob Swizzy den schon mal geraucht hat. Aber so viel Blaubeere habe ich jetzt auch gar nicht zu Hause. Von daher, ja, wenn der Blaubeere rausschmeckt, dann weiß er eigentlich, dass es der hier ist. So, Sorte 3. Ja, das wird schon ein bisschen eng hier, ne? Das wird schon ein bisschen eng. So, damit auch noch was passiert mit dem Köpfchen, wenn der Swizzy das raucht, müssen wir natürlich auch den Dark Blend Anteil noch ein wenig erhöhen. Wir nehmen mal hier noch so eine Ladung Raspi. Oh ja, okay. Das letzte. Ja, gut, das ist nicht optimal. Nicht optimal. Ich weiß auch nicht, ob es bei Swizzy jetzt optimal war. So, und zu guter Letzt nehmen wir noch einen kleinen Schuss Bloody Punch. Sehr schwierig. So, dann verteilen wir das Ganze mal noch ein bisschen. Übrigens, ich sag's gerne nochmal, weil das in vergangenen Teilen oft falsch aufgenommen wurde. Es geht nicht darum, einen super leckeren Kopf zu bauen oder so. Es soll einfach nur eine möglichst verwirrende Kombination aus 5 Flavern sein, die der andere dann eben nicht rausschmeckt. So, und so ist das doch eigentlich. Schon ganz gut. So, bei Sandro packen wir den goldenen HMD drauf, damit ihr die auseinanderhalten könnt, was ist. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Kopfbau. Ja, bin ich mal gespannt. Mal schauen. So, für den Sandro habe ich ja hier den mit dem goldenen HMD gebaut. Einmal auf die Pfeife. Ich werde es so machen, dass ich dem Sandro die Pfeife anrauchen werde, aber nicht pusten werde, so Corona-mäßig. Also ich werde mit einem Mundstück rauchen, aber ich werde nicht pusten. Und dann sollte das relativ safe sein, denke ich. Was laufst du so? Immerhin laufst du so an. Also, ich gleich also eklig ist es auf keinen Fall. Okay, okay. Deswegen darf ich nicht. Okay, ab wird's. Aber vom ersten Zug her. Einfach null Ahnung, oder? Gut. Ich weiß ja sogar, was drin ist und ich habe null Ahnung. Scheiße. Ein äußerst schönes Mundstück haben sie an, Sandro. Vielen, vielen Dank. Von was ist das? Wurde mir hier zur Verfügung gestellt von SWG hier. SWG. Das ist schön mit Metallring. Lanyard. Und mit einem Metallring Epoxidharz. Ja. Mit wunderschöner Silikonveredelung hier am Ende. Silikonveredelung? Sorry, jetzt kann ich es nicht mehr. Bis eben konnte ich es aushalten. Das S in SWG steht für Schauspiel. Ach, ich dachte, fürs Wichtige. Nee. Sorry. Sollen wir eine kleine Bonusfrage erlauben? Und zwar, ist es pur Virginia, pur Dark Blend oder gemixt? Sollen wir uns die gegenseitig beantworten? Das können wir. Bei mir ist gemixt. Also in deinem Kopf habe ich. Bei dir ist auch gemixt. Okay. Ja, okay, okay. Okay. Ich bin sehr gespannt. Okay. Sandro, möge das Zepter dein sein. Dankeschön. 10 Züge. 10 Züge. 10 Züge, 10 Rateversuche. Das heißt, du kannst auch 2-mal ziehen und dann 2 raten, 3-mal ziehen, dann 3 raten. Kannst einmal ziehen, 1 raten, wie du willst.
Ich darf jetzt aber einen pusten. Achso, nee, du musst ja eh nur bei jedem zweiten. Ja, du kannst jetzt pusten, wie du willst. Das ist jetzt der eine. Oh, ich bin so gespannt. Aber oh, wir haben das so lange nicht mehr gemacht, ey. Also ist auf jeden Fall etwas Zitrusmäßiges drin. Auf der Zunge habe ich eine Limette oder Zitrone. Mhm. Die bleibt bei mir. Oh, ich schieße einfach mal raus, must have lime. Ja. Ist richtig. Okay, gut, gut. Aber das Problem ist, das ist das Einzige, was ich im Moment schmecke. Ich finde, einen anderen schmeckt man hundertprozentig noch raus. Ich schmecke jetzt nur noch den Lime, auch wenn ich es weiß gesagt habe. Zug Nummer 3. Ah, der schmeckt nur den Lime. Von dem hast du reingemacht? Von dem ist normal viel. Okay, crazy. Also die Zitrone ist, also die Limette ist wirklich sehr, sehr präsent. Hier hast du vorhin auch gemerkt beim Ziehen. Ja, das war der, den ich meinte. Und einen anderen sagst du noch, kriegt man selber aus und die anderen drei sind schwierig. Also ich wusste, dass sie drinnen sind und ich hätte es nicht beim Namen nennen können, wenn ich es nicht gebaut hätte, glaube ich. Okay. Also sehr schwierig, die anderen drei. Dann versuche ich mich auf den anderen zu konzentrieren. Vielleicht muss ich weniger über die Zunge ziehen und mehr über den Gaumen oder so. Mhm. Zug Nummer 4. No pressure. Ich glaube, es ist kein Doppelopfel drin, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, weil den würde ich merken. Doch, jetzt ist da was. Da ist was. Da ist was. Aber ich kann es nicht aber zuordnen. Aber was ist da? Ja, ich kann es nicht zuordnen, aber ich schmecke ihn jetzt raus, den du wahrscheinlich meinst, den zweiten. Aber jetzt muss ich ihn nur noch zuordnen. Also 5, jetzt kommt der 6. Also ich will dich ja auch nicht unter Druck setzen, ne? Aber das waren jetzt 6 Züge und ja, erst ein Rateversuch. Ja, ich mache dann mehrere. Also ich darf pro Zug einen raten. Nee, du kannst auch jetzt, am Ende einfach 4 raten, ja, wie du willst. Aber 10 Züge, 5 Rateversuche. Ich habe das Gefühl, da könnte etwas Mango MGA drin sein. Nope. Scheiße. Scheiße. Ist nicht drinne. Komm, einer muss noch gehen. Da oben ist noch was, am Gaumen oben. Am Gaumen oben. Was ist da am Gaumen? Für mich ist noch easy einfach so. Ja, wenn weißt, für weiß, mich ist ja noch all games and fun, ja, aber gleich bin ich halt dran. Was ist das jetzt, Zug Nummer 8? Ich hau dann wahrscheinlich am Schluss aus, weil ich bin wirklich Lust. Oh, also einer von 5. Es kommt wirklich einfach nur die Zitrone immer. Ich merke nur Zitrone für mich. Vielleicht war das ja auch das, was ich mit fies gemeint habe. Ach, hast du mehrere Zitronen drin? Könnte das sein? Das darfst du natürlich nicht sagen, aber vielleicht ist das so. Vielleicht war das ein kleiner Tipp. Vielleicht verwirre ich dich auch nur und das ist jetzt... Das Problem ist, ich rauche auch sehr, sehr wenig Zitrone. Also, oh, okay, also war es doppelt fies. Dann war es doppelt fies, ja, aber... Dann nehme ich mal den 9. Ich meine... Setup bei Swizzy ist übrigens die Viro Penta auf der Prestige Mini, Oblako in der Hookah Club Show Edition, Kalaut Lotus 1 Plus Auris und Tabak kann ich euch jetzt nicht verraten, aber ja, ihr habt es ja schon im Kopfbau gesehen. Scheiße. Ja, ich nehme noch einen und schieße einfach 4 raus. Okay. Und mir fällt auch nicht ein, was für andere Limetten du noch da hast. Okay. Perfekt. Nein, ich schmecke nur die Zitrone, aber gibt es einen Savu-Zitrone? Also es gibt es wahrscheinlich, aber... Den Limitur habe ich da, ja. Okay, dann sage ich einfach den. Nee. Okay, dann sage ich das noch... Das war dein zweiter Rateversuch. Ja. Also bist du jetzt durch mit Ziehen? Dann sage ich noch Must Have Recipe. Ja? Ja? Richtig. Okay, ja, okay. 2 von 5. Das war Glück, den habe ich 0 ausgeschmeckt. Jetzt hast du noch 2 Rateversuche, ne? 2 Rateversuche, ja. Dann sage ich noch Dark Side Skyfall. Falling Star. Ich denke immer an Skyfall da. Ist nee, nicht drin, ne? Okay. 2 von 5, noch einen Rateversuch. Noch eine Virginia. Bloody Punch. Richtig. 3 von 5, okay. Ey, okay, da muss ich sagen, nachdem du so lost warst, jetzt doch 3 von 5 rauszuholen, ist schon fies. Aber ja, es ist halt auch Glück geraten viel. Jetzt. Ja gut.
Also, mit einer leichten Vorhandlung, zitrusmäßig, dies, das. Ja, Zitrus ist wirklich extrem dominant. Also das hat mir wirklich alles kaputt gemacht. Ich habe immer nur an Zitrus gedacht, wenn ich gezogen habe. Was war noch? Also ich habe dir gebaut, und das war der fiese Part, ich habe dir den Lime und den Green Lean gebaut. Ah, Green Lean. Den hattest du noch, stimmt. Ja. Und das war, was ich meinte mit fies, weil es eigentlich zwei so Limette-Zitrusmäßige Noten sind, was eigentlich ganz fies zusammen ist. Dann hatte ich drinne den Raspy, den Bloody Punch und noch den Blugasmus von Shades. Oh, okay, den habe ich auch noch nie gedacht. Welchen hast du noch gesagt? Das zweite, den man rausschmeckt, auch den... Bloody Punch, habe ich gedacht. Bloody Punch? Ja, Bloody Punch. Diese Zitrus, ja. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich würde auch den Must Have Lime rausschmecken. Und dann, finde ich, kommt aber der Bloody Punch. Bloody Punch habe ich sehr selten geraucht. Mhm. Aber der ist so prägnant, dominant... Ja. Gut, 3 von 5, not bad. Ich würde sagen, jetzt switchen wir das ganze Ding mal und dann gucke ich mal, was ich da rausholen kann. Yes. Ja. Gut. So, also Marvin ist jetzt draußen im Treppenhaus, der hört mich jetzt nicht mehr. Und ich muss es ihm auf jeden Fall etwas schwieriger machen, weil viele Sorten, die er hier hat, habe ich auch sehr, sehr selten geraucht und so. Ich denke, ich werde zuerst einmal etwas Must-Have-Raspy reinmachen, ja. Weil ich denke, der könnte vielleicht etwas untergehen, wenn ich da 5 Sorten am Ende drin habe. Und ich muss auf jeden Fall auch schauen, wie ich das überhaupt aufteile hier, damit ich 5 Sorten hier überhaupt reinkriege. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte sogar einigermaßen passen. So. Ich habe das Gefühl, der Raspy könnte etwas untergehen in einer Mischung. Dann haben wir den ersten mal drin. So, ich habe hier noch von Starline den Blue Crump gefunden. Der hat zwar einen extremen Eigengeschmack. Also ich habe das Gefühl, wenn er durchkommt, kann man ihn erkennen. Aber ich versuche jetzt einfach wirklich einen Mix zu machen, der ihn komplett durcheinander bringt. Weil der ist auch schon im Geruch sehr, sehr intensiv. Der Blue Crump hier. Ich hoffe auch, er muss nicht über meinen Kopfbau hier, der gute Marvin. Perfekt, das war jetzt etwas mehr. Ich denke, den wird er jetzt safe rausschmecken, so wie er jetzt gebaut ist. Na komm, ich nehme etwas raus hier. Das ist doch zu viel, wenn da 5 rein müssen. So, dann habe ich noch irgendwas, was wahrscheinlich etwas einfacher sein wird. Ich habe nicht allzu viele Kirschensorten hier gesehen und ich habe hier den Sour Cherry von Fumari. Ich denke, wenn er da eine Kirsche rausschmecken wird, dann wird er direkt merken, dass das hier der Sour Cherry ist. Oh Gott, der riecht auch extrem nach Kirsche. Also das wäre eigentlich auch machbar. So, perfekt. Ich mache jetzt noch was. Er hat mir zwar gesagt, er hat den schon sehr, sehr lange in der Ecke. Er hat einen Darkside-Doppelgänger da. Und ich denke, er wird denken, dass es ein anderer Doppelapfel ist. Aber ich mache einfach den Doppelgänger rein. Weil alles, was er gesagt hat, als ich den mit rausnehmen wollte, war, lass den da drin. Aber ich denke, wir machen den jetzt einfach da rein. So. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch eine kleine Lücke und die werden wir auch gleich füllen. Tisch sieht auch schon sehr, sehr schön nicht mehr sauber aus hier. Ich denke, dann mache ich noch, ich glaube, ich habe noch nichts Kühles drin, oder? Dann habe ich hier noch den Ukain Smint gefunden, den guten alten. Ich weiß nicht, wie viel er ihn geraucht hat und so, aber ich denke, das ist einer, der auf jeden Fall der Mische etwas Kühle zugibt und auch einigermaßen zu erraten wäre, weil er doch auch etwas eigen ist. So, perfekt. Dann mache ich das Ganze hier wieder zu und dann mache ich noch kurz den Rand hier sauber, packe dann das Handy drauf und ich mache die Dosen dann noch etwas durcheinander, weil ich nicht mehr genau weiß, was wo war, damit er da nicht auf dumme Gedanken kommt. Und ja, dann kann Marvin jetzt sein Köpfchen hier bauen. So, neue Runde, neues Glück. Diesmal hoffentlich für mich. 3 hat der Sandro erraten. Bestrafung kennt ihr. Also muss ich mindestens 3. Was machen wir eigentlich bei 3? Dann spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Ja, Schere, Stein, Papier gibt's dann. Oder eine Runde Tafler. Wir haben gestern zusammen Tafler geübt. Ja, da verliere ich auch. Ja. Okay. Ja. Ist die an die Kiste? Du hast schon ein paar Mal gezogen, eben als ich die Kameras umgestellt habe. Das sieht sogar schon ganz gut aus. Ja, und in der Zwischenzeit mit mehr Hitze. Ich würde sagen 2. Ich glaube, ich weiß. 2 ziemlich easy und die anderen. Ich glaube, einen weiß ich schon. Ich glaube, oh nein. Das ist ja eben eins. Auf sehr dünne Mundstücke, und das ist ein sehr dünnes, passt das leider nicht. Jetzt darf ich endlich pusten. Ja. Es tut zu gut zu pusten. Warum? Ich weiß es nicht, aber es ist so drin, ne? Ja. Also Punkt 1, der Durchzug ist scheiße. Da passieren ja ganz wilde Dinge mit dem Geschmack, wenn man an dem Kopf zieht. Ganz wilde Dinge, Leute. Du hast mir eh schon verraten, dass es Virginia und Dingens ist. Ich hoffe, das war jetzt okay. Ich habe eigentlich noch.
Okay. Ganz wilde Dinge, Digga. Oha, ich glaube, ich habe eine Kombi, die du drin hast. Ich bin richtig cocky. Du hast drinne Blue Crump, Smint, Doppelapfel. Doppelapfel, ja. Was für ein Doppelapfel? Also okay, mein Fehler, der ist weg. Den nein, muss ich neu rein. Nein, der zählt noch. Doppelapfel ist erst Doppelapfel. Ja, aber ich muss schon, ich habe ja mehrere da. Der zählt jetzt einfach nicht. Ich habe den also, Darkseid, den Revoshi, den Alfacha. Die drei habe ich, glaube ich, da. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und also Blue Crump und Smint stimmt schon mal. Geil. Also Smint, muss ich sagen, war easy. Ja. Smint war, ich habe dieser Geruch von Smint, der lag im Raum und da war ich mir schon direkt, ja, das... Da war ich gnädig. Smint war einfache Kiste. Mit dem Doppelapfel f***st du mich. Ja, das ist halt, ist gemein, ich weiß. Aber ich darf ja auch gemeinsam, wenn du gemein bist. Aber wir haben gestern Raki getrunken. Und Raki ist Doppelapfel zum Trinken. Und das, was da am nächsten rankommt, ist eigentlich der Darkseid-Doppelgänger. Und deswegen ist das meine Antwort. Ist korrekt. Nee! Doch. Oh Gott, ich kann schon mal... Obwohl, ich kann schon verlieren. Beim Stechen. Ja. Ich habe schon mal nicht direkt verloren. Mhm. Aber die anderen zwei... Digga... Ja, ich habe extra den Doppelgänger genommen. Erstens, weil du gesagt hast, lass den da, der ist sau alt. Und zweitens, ich finde, das ist einer der Doppelapfel, den man auch merken kann, weil der irgendwie so... Ich finde, das ist kein Doppelapfel. Ich finde, das ist eine Anisbombe. Ja, genau. Einfach nur. Deswegen habe ich jetzt auch den genommen, weil man da vielleicht noch rausfinden kann, welcher das genau ist. Also, so gemein war ich jetzt nicht. Also du hast, sagst du nochmal nicht... Starline Blue Crump, den Hukain Smint und den Darkseid Doppelgänger. Genau, dann fehlen noch zwei. Aber die anderen zwei. Wie viele Züge habe ich genommen? Drei? Vier? Ich glaube drei. Drei, ja. Boah, die anderen zwei... Der Smint und Doppelapfel machen gerade alles kaputt. Ja. Yeah. Die machen gerade alles kaputt. Ich habe noch das Gefühl, bärig, Zitrus... Mäßig, vielleicht. Vielleicht. Kann ich mir vorstellen, dass jetzt, witzig, bei den ersten paar Zügen dachte ich, huch, ganz schwierig, weil ich dort nur den Smint gemerkt habe. Aber dann, als ich das nächste Mal gezogen habe, was heißt aber, dann war der Doppelgänger auch komplett und der Blue Crump auch. Ziemlich intensiv. Also nach den drei, Digga, da noch was rausschmecken. Scheiße. Das Problem ist auch, beim Nachgeschmack, nachdem der Rauch weg ist, hast du nur noch Doppelgänger. Ja. Nur noch. Hab ich jetzt sogar noch. Nur noch. Nur vom Anrauchen. Aber ich glaube, zum Mischen ist der gar nicht so scheiße. Vorhin, was ich geraucht habe, war eigentlich lecker. Sogar mit Blue Crump, der mir manchmal etwas zu... Muffig? Ja. Also ich finde, bei Blue Crump muss immer so ein Schuss Supernova mit rein. Mhm. Der nimmt dieses muffig-teigige, ja, so ein bisschen raus. Aber jetzt so die Mischung fand ich eigentlich lecker, wo ich vorhin geraucht habe. Früher meine absolute Lieblingsmischung im Darkseid Universe war Lemon Blast, Blue Crump, Supernova. Geisteskrank. Ach, scheiße. Jetzt hatte ich 6, ne? Mhm. Also noch 4 Züge. Oh, Digga. Blue, ja, Crump, Smint, Doppelapfel. Das hatte ich vorhin mit Zitrone. Ich hoffe, es ist nichts, was ich kennen sollte. Ich habe nur noch einen Zug, ne? Ich glaube, es war 9 gerade. Vergessen zu zählen, aber ich würde dir auch noch 2 geben, weil so bin ich da nicht. Vielleicht kannst du auch raten und Glück haben, aber ich denke, die sind auch schwierig. Hast du den MGR-Sie genommen? Fuck! Tangis ist es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, da hätte man so eine Grundnote mit dabei. Die schmecke ich nicht, glaube ich. Was könntest du noch mit reingemischt haben? Ja, komm, ich habe vorhin gesagt, Berik, ich sag, du hast noch Blugasmus drin. Was war es noch? Raspi auch. Nein, ich habe doch überlegt, ob ich Raspi sage, ja, weil ich dachte, du hast vielleicht eher den Raspi genommen statt den Blugasmus. Ja, den habe ich reingemacht, weil da dachte ich mir schon, mit den anderen geht er unter. Mit einem Fünftel und von Fumari, den Cherry. Ne, echt? Ja, dann habe ich mich gewundert, dass der null durchkam. Kirsche hast du wahrscheinlich nicht so viel da. Ja, du hast so eine saure Note am Anfang, aber das war's eigentlich, ne? Ja, also ich habe auch gezogen, ich habe von dem nichts gemerkt.
Okay, 3-3 steht's. Das heißt, wir müssen jetzt Schere, Stein, Papier bis 3 spielen. Mhm. Und der Verlierer kriegt 2 Hiebe mit dem Schlauch. Bis 3, nur Schere, Stein und Papier. Nee, also 3 Runden. Kein Spock und... Kein Excel, Spock, nix. Bis 3 oder 3 Runden? Best of 3 würde ich machen. Okay. Gut. Bis 3. Schnee. Ja. Yes! Oh. Ich wollte deine... Was den Fall? Okay. Also, okay. 1-0. Okay. Oh, jetzt ist schon da. Jetzt muss ich ready sein. Den guten alten Stein, den schafft keiner. Nein! Nein! 1-1, it's the entscheidende. Nein, ich dachte, oh. Ja. Weißt du, ich mach auch. Wir machen beide. Ja, diese und den und dann. Dann musst du die dreifache, umgekehrte Dings machen. Ja, ich weiß, was ich nehme. Ja? Mhm. Okay. Papier. Nein. Yes! Fuck. Yes! Nein. Ja dann. Höschen hoch. Höschen hoch. Und drüber mit dem Schlauch. Wollen wir das gleich hier? Wir bauen kurz um, glaube ich. Ja. Ich habe hier sogar noch einen. Der hat nur drauf gewartet, Sandro. Ja. Der hat nur drauf gewartet. Wegen Hygiene und so, ich verpackt. Genau, wegen Hygiene. Du musst nur gucken, dass ich kein Licht umhaue. Oh, das ist aber ein guter Schlauch, du. Der. Oh ja. Der ist massiv. Ah, okay. Ich halte mich hier fest. Pass auf deine Hand auf, nicht, dass ich die treffe. Bist du bereit? Ja. Und? Ja, zieht nachher. Ja, ah, da kommt's auch. Mhm. Zuerst dachte ich mir entspannt und dann fängt's an zu brennen. Also kannst. Ah, der ist unten rum. Doppelt getroffen. Ja, der ist so hier und dann drunter. Okay, Leute, also wenn euch das gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, Abo da lassen. Wir verarzen jetzt erstmal den Sandro. Ah, schau mal, hier. Oh, der zieht gut, du. Ja, warte, können wir auch noch. Scheiße. Ah.